Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique und heute gibt es wieder ein Murder Mystery und Make-up Special. Falls du neu bist, jeden Montag und Donnerstag sitze ich hier, erzähle von einem wahren Verbrechen und mache dabei mein Make-up, um mich von diesem Fall etwas zu distanzieren. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gerne meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Das Make-up, was ich hierfür verwende, schreibe ich immer hier klein hin, aber ihr findet es auch in Bildform auf meinem Instagram-Account. Ein paar von euch hatten mich privat auf Instagram oder auch im Live-Chat gefragt, ob sie mir mal was zuschicken könnten. Und ich habe es letzte Woche schon wieder vergessen, es in die Videobeschreibung zu tun. Ich habe eine Paketstation organisiert, registriert für mich, wo ihr Sachen hinschicken könntet, falls ihr wollt. Das packe ich unten in die Videobeschreibung. Endlich. Es tut mir leid, ich habe es immer wieder vergessen. Alles ab, ich glaube, Maxi-Brief, also diesen DIN A5 wird dahin geliefert. Briefe kommen da, glaube ich, nicht an. Ich wurde auch schon gebeten, wenn ich schon Affiliate-Links für den Hintergrund, die Beleuchtung, meine Pinsel in die Videobeschreibung schreibe, warum kann ich denn da auch nicht die Sachen verlinken, die ich benutze? Gut, ich möchte niemanden dazu animieren, die Sachen nachzukaufen, die ich benutze. Ich denke, jeder von euch hat was zu Hause. Die, die das nicht zu Hause haben und eine ähnlich empfindliche, gerötete, trockene Haut haben, können sich da natürlich von inspirieren lassen. Ihr müsst die Links nicht benutzen. Ihr könnt sie auch benutzen und was anderes kaufen. Da würde dann trotzdem ein Teil an mich gehen. Muss jemand über Amazon ein Haus kaufen? Benutzt meinen Link. Okay, Montag haben wir über den Nightstalker gesprochen. Ein paar mussten zwischendrin aussteigen, weil es halt furchtbar war. Furchtbar, einfach furchtbar. Immer, wenn es um kleine Kinder geht. Einmal möchte ich anmerken, ich habe bei Anastasia leider an die kleine Mai gedacht. Anastasia war nicht 9 Jahre alt, sie war erst 6 Jahre alt, als er sie zu Hause entführt hat. Die Kleine, die er in die Sporttasche gezwängt hat und dann an die Tankstelle und dann, die war erst 6. Ich habe es in der Videobeschreibung dazu geschrieben, aber ja, das habe ich irgendwie, ich dachte die ganze Zeit 9. 9 ist auch schrecklich, 6 ist irgendwie noch schrecklicher. Okay, weg davon. Und ich möchte mich noch dafür bedanken, dass ihr meine Art so feiert. Dass ich meine eigene Meinung dazu sage, dass ich mich auch mal über jemanden lustig machen darf, ohne dass es gleich heißt, ja, es ist aber meine Erkrankung. Bin mir dessen bewusst, aber nur weil es eine Erkrankung ist, muss ich das nicht gut finden. Na gut, aber vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Und dann würde ich sagen, geht's heute jetzt weiter. Heute gibt es 2 Vermisstenfälle. Starten möchte ich mit einem Fall, der mich wirklich traurig und sauer macht, weil es so scheint, als wäre es allen völlig egal, bis auf ihre Familie. Zuerst möchte ich euch Una Brabender vorstellen. Viel habe ich dazu nicht gefunden. Und der Rest ist Hörensagen. Una wurde 1977 in Lettland als Una Mezaka geboren. Sie lernte um 2005 einen Mann, also einen deutschen Mann, kennen und zog mit ihm nach Trebur. Das liegt in Hessen. Ihr Mann, dessen Namen ich noch nicht mal kenne, arbeitete als Fuhrparkleiter bei einem Lebensmittelspediteur in Riedstadt, auch in Hessen. Una war Kindergärtnerin und arbeitete in einem Kindergarten in der Nähe von ihrem Wohnort. Die beiden bekamen 2 Kinder, ich glaube 2 Jungs. Und dann am 17. Februar 2016 wollte Una wie jeden Morgen zur Arbeit fahren. Ihr Arbeitsweg betrug nur 10 Minuten Fahrtweg. Doch dort kam sie an diesem Tag nicht an. Und sie kam auch nicht mehr nach Hause. Ihr Auto wurde circa 2 Wochen später erst in der Rosa-Luxemburg-Straße in Ginsheim-Gustavsburg gefunden. Der Auffindort soll nicht in der Nähe ihres Kindergartens gelegen haben. Aber auch da gibt es sehr wenige Hinweise. Dass ihr Auto allerdings dort gefunden wurde, das verwunderte ziemlich viele. Sie soll in Ginsheim niemanden gekannt haben. Also warum steht ihr Auto dort? Na, jedenfalls die Polizei untersuchte den Auffindort von dem Auto und sie suchten auch mit Spürhunden nach ihr. Und eine Spur führte von ihrem Auto zur NATO-Rampe am Rhein. Diese NATO-Rampe ist allerdings 1 Kilometer entfernt. Wenn sie da hingewollt hätte, dann hätte sie da auch mit dem Auto hinfahren können. Das ist nochmal ein Fußmarsch, wenn du schnell gehst, also ich brauche länger, von mindestens 15 Minuten. Sie suchten mit Booten die Ufer ab und mit einem Hubschrauber wohl auch.
Aber sie haben sie nicht gefunden. Keine Spur. Also was ist mit Una passiert? Nun, laut einiger seiner ehemaligen Arbeitskollegen lernte Unas Mann, schon bevor sie verschwand, eine Frau kennen. Eine Thailänderin eventuell. Angeblich hatte er schon vor ihrem Verschwinden eine Affäre mit ihr. Angeblich verhielt er sich auch nicht so wie ein Mann, dessen Frau vermisst wird. Er lebte mit den 2 Kindern, 4 und 7 Jahre alt, einfach weiter und traf seine Freundin. Erst als ihn mehrere Kollegen auf das Verschwinden von seiner Frau ansprachen und halt auch sagten so, ja, aber deine Freundin, mit der haben wir dich ja auch schon vorher gesehen. Erst dann packte er seine Sachen. Er verließ die Firma, erreichte alle Urlaubstage ein und ließ sich dann auch noch freistellen. Er war fast wie in einer Nacht- und Nebelaktion verschwunden. Alles zusammen, ich kündige, meine Urlaubstage, für den Rest möchte ich freigestellt werden, und er war nie wieder gesehen. Obwohl er als Vorgesetzter auch hoch angesehen war und viele Kollegen ihn auch mochten, hat wohl niemand mehr mit ihm Kontakt. Oder die, die noch Kontakt mit ihm haben, schweigen. Zur Polizei soll er gesagt haben, dass Una ihn verlassen hätte. Sie hat mich verlassen. Wir waren nicht mehr glücklich. Sie wollte mich schon längst verlassen. Ihre Familie glaubt das nicht. Sie wussten jedenfalls nichts davon. Nichts davon, dass sie ihren Mann verlassen wollte. Und zum einen fanden sie es auch merkwürdig, dass, als sie verschwunden ist, er noch nicht mal dort bei ihnen angerufen hat, um nachzufragen, ob seine Frau, die vermisst wird, vielleicht zu ihrer Familie nach Lettland gegangen ist. Das hat er nicht gemacht. Er hat einfach nur gesagt, ja, jetzt ist sie weg, die hat mich verlassen, dann ist ja alles okay. Und zum anderen gab es halt keine offizielle Trennung. Und das hätte wohl Una mindestens gemacht, sich offiziell zu trennen. Ihre Familie vermutet wohl, dass er etwas mit dem Verschwinden von Una zu tun hat. Sie machte nämlich nicht den Eindruck, als hätte sie das Leben satt. Sie schien zufrieden zu sein. Es gibt auch Bilder aus dem letzten gemeinsamen Winterurlaub, der ja vor Februar noch nicht so lange her sein konnte, wo sie wie eine glückliche Familie aussahen. Angeblich hatte sie 400 Euro Bargeld dabei, ihre Kosmetiktasche und ein bisschen Kleidung. Die waren im Auto nicht mehr zu finden. Und nach 2017 berichtete niemand mehr über diesen Fall. Ja, wir haben nach ihr gesucht, wir haben sie jetzt nicht gefunden. Wo ist Una? Hat ihr Mann irgendwas damit zu tun? Warum ist sie da hingefahren? Warum hat sie so weit weggeparkt? Wurde sie am Bootsableger abgeholt? Hätte sie wirklich ihre 2 kleinen Kinder von 4 und 7 Jahren einfach zurückgelassen? Sie wollte doch nicht wirklich abhauen ohne ihre Kinder. Ich habe mir ihre Facebook-Seite angesehen und entweder ging es um ihre Heimat oder um ihre Kinder. Und ich glaube auch kaum, dass sie diese Sachen mitgenommen hat, um sich dann in den Rhein zu werfen. Es scheint so, als hätte jemand so getan, als wollte sie verschwinden. Aber das ist halt nur meine Vermutung, dass jemand diese Sachen vielleicht zusammengepackt hat oder gesagt hat, ja, die sind nicht mehr da. Ist nur eine Vermutung. Ich weiß es halt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob da noch überhaupt jemand nachhakt. Ist der Fall noch offen? Ist er schon geschlossen? Ist er auf Eis gelegt? Warum gibt es seit 2017, also seit 4 Jahren, keine Berichterstattung dazu? Was ist mit Una passiert? Wieso kann man sie einfach vergessen? Warum hört man auf, nach ihr zu suchen? Das macht mich echt traurig und total fertig. Lasst uns bitte ein bisschen Lärm machen und mit Una anfangen. Ich bitte euch sonst nicht darum, aber hier geht's ja auch um was anderes. Bitte teilt dieses Video, um mehr Aufmerksamkeit auf solche Fälle zu bringen. Vielleicht können wir irgendwas damit erreichen. Vielleicht erreicht es irgendjemand, der da nochmal nachhaken kann, damit Una nicht einfach vergessen wird. Die Informationen zu diesem Fall sind so lasch. Und hätte ich nicht eine Quelle, dann wüsste ich zu diesem Fall noch viel weniger. Noch viel weniger. Für ihre Familie tut es mir so unglaublich leid. Es ist so furchtbar, dass da nichts passiert, dass da nichts unternommen wird. Stell dir vor, dein Kind verschwindet und du lebst in einem anderen Land. Und das Land, in dem dein Kind eigentlich lebt, unternimmt nichts. Und dann spricht niemand mehr drüber. Ich glaube nicht, dass sie aus Lettland heraus hier so viel erreichen würden. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, die meisten wissen noch nicht mal, dass Una 2 Kinder hat. Da steht nur 39-jährige Frau, klein, kräftige Figur, blond gesträhntes Haar. Das ist nicht alles, was sie ist. Sie ist auch Mutter und sie ist eine Tochter. Also, falls jemand da draußen
tatsächlich irgendwas weiß oder gesehen hat, meldet euch bitte unter der eingeblendeten Nummer. Ich schreibe sie aber auch nochmal in die Videobeschreibung. Ich hoffe sehr, dass Fälle wie die von Una, die es wie Sand am Meer gibt, leider, nicht einfach so liegen gelassen werden. Ich habe keine Ahnung, ob sie den Mann vernommen haben. Also ich weiß, dass sie mit ihm gesprochen haben und er gesagt hat, hat mich verlassen. Das wollte sie schon die ganze Zeit. Was nicht stimmt. Was einfach nicht stimmt. Es gibt einfach zu wenig Berichterstattung dazu. Und wie der Ermittlungsstand ist, keine Ahnung. Und das war der Fall zu Una, der mir wirklich ans Herz geht, weil er einer der Fälle ist, die einfach vergessen werden. Das finde ich ganz schön traurig. Ein weiterer vermissten Fall, der sich gewünscht wurde, ist der von Diana Ferch. Diana Ferch wurde am 15.03.1985 in Rostock geboren. Sie kam aber nicht alleine zur Welt. Sie hatte einen Zwillingsbruder namens Thilo. Thilo soll aber angeblich, 2 Tage nach der Geburt verstorben sein. Doch da es in der DDR üblich war, dass man Kinder klaute und sie zwangsadoptierte, ohne dass die Eltern was wussten, kann es gut möglich sein, dass Thilo doch überlebt hat. Übrigens war die treibende Kraft die Frau von Erich Honecker. Hat sich damit richtig schön die Taschen voll gemacht. Also es kann sein, dass Thilo noch lebt und gar nicht weiß, dass er adoptiert wurde. Diana selbst musste für 8 Wochen lang in einen Brutkasten und ihre Mutter befürchtet, dass ihr da Zuneigung, Nähe und Wärme und Liebe gefehlt haben, die sie ihr halt nicht geben konnte, weil sie halt in diesem Brutkasten lag. Die Familie zog später nach Rügen und dort wurde Diana auch groß. Ab 12 Jahren, also pünktlich zur Pubertät, gab es bei ihnen auch viel Streit. Diana fühlte sich wohl verloren und verlassen. Vielleicht lag es am verstorbenen Zwillingsbruder. Vielleicht lag es an der Zeit im Brutkasten. Vielleicht lag es aber auch einfach nur an dieser ätzenden Pubertät. Sie hatte viele Selbstzweifel, ob sie als Mensch genügt. Ihr Selbstwertgefühl war wirklich total im Eimer. Im Alter von 16 Jahren lernte sie dann Steffen kennen. Die beiden verliebten sich Hals über Kopf und beide fühlten sich zu dem Zeitpunkt auch verloren. Also er fühlte sich auch verloren. Und sie fanden ineinander Halt und waren ganz überrascht, dass sie sich auch so gut fühlen konnten. Und mit 18 Jahren wurde Diana dann Mutter und sie bekam den kleinen Damien. Sie liebte ihren Sohn und sie verhätschelte ihn, was selbstverständlich ist, aber das fiel ihr dann irgendwann auf die Füße, weil wenn man ein Kind verhätschelt, dann wird es mit der Erziehung halt auch ein bisschen schwieriger. Diana war sehr kreativ und sehr begabt. Sie malte oft Selbstporträts oder andere oder Stillleben oder auch ein bisschen was. Ich kenne mich mit Kunst nicht so aus, aber es waren viele Spalten irgendwie. Es waren viele Kunstrichtungen, die sie malte, aber auch zeichnete. Und sie war wirklich gut. Mit 23 Jahren schrieb sie sogar innerhalb nur 6 Monate ein Buch. Es war ein Jugendbuch. Doch sie fand niemanden, der ihre Kunstwerke ausstellen wollte. Und auch ihr Buch wollte niemand verlegen. Das wurde zurückgeschickt. Sie war talentiert, sie malte und zeichnete wunderschön, doch leider fehlte ihr die Geduld darauf zu warten, dass irgendjemand ebenso dementsprechend diese Schönheit in ihren Werken sah. Ich meine, gerade so Kunst oder auch Bücher, das kann das Beste, also wie oft wurde Harry Potter abgelehnt? Wie oft wurde das abgelehnt? Da muss man wirklich knallhart sein, also ja. Sie hat es versucht, es hat nicht funktioniert und ihr Selbstwertgefühl war einfach zu angeschlagen. Doch sie liebte auch die Natur und da fühlte sie sich wohl und auch angekommen. Und in der Beziehung zu Steffen kriselte es oft. Sie trennten sich, nur um dann wieder zusammenzukommen. Nachdem das mit ihrer Kunst nicht sofort geklappt hatte, versuchte sie einen Ausbildungsplatz zu finden. Sie machte insgesamt 3 Ausbildungen und brach alle ab. Dass niemand an ihrer Kunst interessiert war, das machte sie wirklich fertig. Sie fühlte sich nutzlos und dann versuchte sie etwas, aber sie merkte, dass das nicht ihre Leidenschaft war. Zum Beispiel machte sie im Jahr 2009 eine Ausbildung zur Sozialassistenz. Im Schriftlichen war sie eine Einserschülerin. Auch in den schriftlichen Prüfungen hatte sie nur Einsen. Aber bei den mündlichen Prüfungen versagte sie, weil sie es sich einfach nicht zutraute. Und dass sie das dann wieder nicht schaffte, versetzte ihrem Selbstwertgefühl natürlich wieder einen Stich. Sie fühlte sich minderwertig. Sie wollte Künstlerin und Schriftstellerin werden. Aber damit kam sie halt nicht gleich dahin, wo sie hin wollte. Sie verglich sich auch mit ihren Cousinen, die alle irgendwie ihren Weg beschritten. Manche machten Ausbildung,
Manche studierten, manche hatten irgendeinen Job und sie lebte oft von Hartz IV und das machte sie todunglücklich. Das war nicht das, was sie wollte. Sie hatte doch einen Traum. Im Alter von 26 Jahren brauchte sie denn Zeit für sich. Und sie erzählte unter anderem ihrer besten Freundin Doris, dass sie mal raus müsste. Sie wollte alleine wandern gehen und den Kopf frei bekommen und sich wieder spüren. Sie lebte alleine mit ihrem Sohn in Stralsund in einer Wohnung. Sie war zwar immer mal wieder mit Steffen zusammen, aber sie lebten nicht zusammen. Am 24. Juni 2011 brachte Diana Damien dann zu seiner Patentante in den Greifswald. Am 26.11. brachte Steffen und ein Kumpel Diana dann nach Rostock zu ihrer Freundin Astrid. Von da aus wollte sie am nächsten Tag loswandern. Astrid und Diana gingen dann noch so die Sachen durch, die sie in ihrem Rucksack hatte und was sie dann noch so brauchen würde oder worauf sie verzichten könnte, weil der Rucksack, der war ganz schön schwer und ziemlich groß und sie war halt ziemlich klein. Und Astrid meinte, ja, hast du denn gar kein Pfefferspray oder so dabei? Und dann meinte sie, wieso brauche ich das? Sie war der Meinung, wenn sie voller Liebe in die Welt geht, würde sie auch nur Liebe zurückbekommen. Kurz bevor sie sich auf den Weg machte, schrieb sie ihrer besten Freundin Doris oder ihrer Freundin Doris, ich weiß nicht, ob es die beste Freundin ist, aber der schrieb sie dann noch eine Karte, dass sie sich bald wiedersehen, aber allerspätestens dann zur Einschulung ihrer beiden Kinder. Und dann ging sie auf Wandertour. Sie plante eine Tour von ungefähr 2 Wochen und wollte sich dann eventuell mit ihrer Familie auf einem Campingplatz treffen. Wobei sie dabei immer sagte, wahrscheinlich, vielleicht, circa in 2 Wochen. Am 27.11., also an dem Tag, an dem sie losgelaufen ist, kam sie dann irgendwann in Güstow an. Keiner weiß, wie sie diese Strecke von 40 Kilometern bewältigt hat. Zu Fuß kann sie nicht gewesen sein. Dort sah sie einen älteren Mann auf einer Bank sitzen und den fragte sie nach dem Weg, unter anderem einmal zur Stadtmitte. Und er meinte, Mensch, das passt ja super, ich bin auch auf dem Weg dahin oder ich wollte da auch lang gehen, dann können wir ja zusammen hingehen. Und sie liefen zusammen zum Schlosspark. Im Schlossgarten machten sie dann auch noch zusammen ein Päuschen. Und sie fragte ihn dann, ob sie mal sein Telefon benutzen könnte, weil sie hatte ihr Handy nicht dabei. Oder hatte sie ein Handy? Sie hatte auf jeden Fall kein Handy dabei. Warum auch? Wo sollte sie es aufladen, wenn sie meistens eh durch die Wälder laufen soll? Von seinem Handy rief sie dann entweder ihre Mutter an, um zu sagen, dass alles gut war, oder Steffen, um ihn nach der Adresse der Patentante zu fragen, wo sie Damien abgegeben hat. Und wenn sie ihn da abgegeben hat, dann weiß sie auch eigentlich, wo sie wohnt. Also ich habe beide Variationen gelesen und gesehen. Was davon jetzt stimmt, weiß ich nicht. Später hat die Mutter gesagt, sie hat sie nicht angerufen. Also vielleicht hat sie Steffen angerufen. Und danach meldete sich Diana nicht mehr bei ihrer Familie oder bei Freunden. Freunde, ihr Lebensgefährte, aber vor allem Damien, ihr Sohn, freuten sich auf diesen Campingausflug, wo er endlich wieder seine Mama sehen würde. Doch Diana tauchte nicht auf. Diana ist losgelaufen mit Zuversicht und Liebe im Herzen und damit hat sie auch alle anderen beruhigt. Was soll ihr schon passieren? Zu diesem Zeitpunkt sah sie wohl auch ein Zeuge, circa 7 Kilometer entfernt von diesem Campingplatz, wo sie sich ja eigentlich mit den anderen treffen wollte. Er sprach sie an, was sie denn machen wollte, weil im Wald ist es gefährlich. Und er warnte sie auch vor den Wildschweinen, die da gerade so viel rumlaufen, und sagte ihr, dass in die Richtung liegt auch ein Campingplatz. Also falls sie da übernachten wollen würde, da wäre es sicherer. Aber Diana oder eine kleine, schlanke, blonde Frau mit einem riesigen Rucksack sagte, dass alles in Ordnung ist. Sie würde schon klarkommen. Etwas später sah noch eine Frau 2 Männer in der Gegend, die schwere Sachen in den Schultesee warfen. Als sie sie darauf ansprach, was sie denn da machen, hauten die beiden Männer einfach ab. Als Diana dann am Campingplatz nicht auftauchte, machten sich ihre Eltern riesige Sorgen. Obwohl sie sich eigentlich nur locker mit den Leuten dort verabredet hatte, hatten alle gehofft, sie dort zu sehen. Und weil sie nicht auftauchte, meldeten ihre Eltern sie am 19. Juli als vermisst. Dann hatten sie Hoffnung, dass sie zu Damiens Geburtstag auftauchen würde. Doch auch am 28. Juli, zu seinem Geburtstag, tauchte sie nicht auf. Und nun malten sie sich natürlich alles Mögliche aus. Was ist mit ihrer Tochter passiert? Ein Gewaltverbrechen? Sie wussten es nicht. Sie rief nicht an, sie schrieb noch nicht mal eine Karte, obwohl sie sehr gerne Karten schrieb und auch verschickte. Ihr Sohn wurde 7 und nichts.
Doch dann machten sie sich wieder Hoffnung, dass sie zur Einschulung, so wie sie halt auch in der Karte an Doris geschrieben hatte, dass sie da dann auftauchen würde. Spätestens dann, das hatte sie doch Doris geschrieben. Spätestens zur Einschulung unserer Kinder. Und welche Mama verpasst schon die Einschulung von ihrem Kind? Aber sie tauchte nicht auf. Monate später beim Durchsuchen ihrer Sachen fand ihre Mutter dann ihr altes Tagebuch. Und sie las es einerseits, um ihre Nähe zu spüren, andererseits aber auch in der Hoffnung, dass sie irgendwelche Hinweise darin finden würde. Und auf einer Seite fand sie etwas, was ihr eine Erklärung gab. Diana schrieb in diesem Absatz: Ich für meinen Teil habe jetzt beschlossen, das Drehbuch, in dem meine Rolle festgeschrieben ist, zu zerreißen. Die nächste Szene völlig selbst zu bestimmen. Ich weiß nicht, was dabei herauskommt, aber das spielt auch keine Rolle. Ich spiele und mein Stück heißt Ich bin, was ich bin. Daraus zog sich ihre Mutter ganz schön viel Hoffnung, dass Diana vielleicht unterwegs gemerkt hatte, dass sie ein ganz anderes Leben leben wollte und dass das Weggehen sie darin bestärkt hatte, dass sie so mit diesem Leben, was sie bis jetzt geführt hat, einfach nicht glücklich war. Und sie hatte wieder die Hoffnung, dass Diana noch lebt. Vielleicht in einer Kommune oder in einem Ökodorf, davon hatte sie schon mal gesprochen. Sie hatte mit Steffen überlegt, ob sie nicht gemeinsam nach Portugal auswandern, um in so einem Ökodorf zu wohnen. Ein Jahr nach Dianas Verschwinden zog Steffen dann zusammen mit Damien in so ein Ökodorf. Allerdings blieb er im Norden von Deutschland. Im Oktober 2012 beschloss Steffen gemeinsam mit seinem Sohn, nach Diana in alternativen Lebensgemeinschaften zu suchen. Hatte sie ihren gemeinsamen Traum alleine umgesetzt? Sie reisten von Mecklenburg-Vorpommern über den Harz bis in die Schweiz und dann bis nach Spanien. Sie liefen alle möglichen Lebensgemeinschaften ab, alle, wo Diana hätte unterkommen können, aber ohne Erfolg. 2 Jahre nach ihrem Verschwinden und nach einem öffentlichen Fahndungsaufruf im Fernsehen meldete sich dann ein Zeuge. Im Januar 2013 hatte jemand sie in Niebüll gesehen, und im Mai 2013 in Friedrichstadt. Die Frau, die in Friedrichstadt gesehen wurde und eventuell Diana war, sei barfuß und singend herumgeschlendert. Eine Frau hatte sie angesprochen, weil Diana dabei war, ein Kinderlied zu singen. Alle Vöglein sind schon da. Und so kamen die beiden Frauen ins Gespräch und eventuell Diana fragte diese Frau, ob sie denn auch Kinder hätte. Sie meinte, ja, ich habe Kinder. Und du? Und da sagte sie, ja, ich habe einen Sohn. Und danach wirkte sie so, als hätte sie eine Mauer hochgezogen und wäre dann weitergelaufen. Alle Vögel sind schon da, ist übrigens das Lieblingslied von Damien. Diana war schon sehr auffällig. Sie war zierlich, klein. 1,50 ist wirklich nicht besonders groß. Dafür aber bepackt mit einem Rucksack, der fast genauso groß war. Es hätten sie doch viel mehr Menschen sehen müssen. So jemand ist doch auffällig. Da fragt man sich doch, wie schafft es eine so kleine, zierliche Frau, so einen riesen Rucksack zu stemmen? Haben diese Zeugen also tatsächlich Diana gesehen? Der einzige Zeuge, der nachweislich wirklich mit Diana zusammen war, war der aus Güstow. Bei allen anderen kann man sich halt einfach nicht sicher sein. Die Familie engagierte einen Privatermittler und sie waren auch bei der Sendung Aktenzeichen XY, um nach ihrer Tochter zu suchen. Sie erhielten auch einige Hinweise. Vom Privatdetektiven, den sie engagiert hatten, erhielten sie auch eine Spur nach Güstow zu einem sehr gruseligen Schuppen. Da drin fanden sich Zettel mit perversen Fantasien, Schnipsel, komisches Zeug und auch ein Bikini. Die Angst, dass Diana sich dort in diesem Schuppen hätte aufhalten können, konnte nicht bestätigt werden. Bei der Sendung Aktenzeichen XY trudelten so circa 10 Hinweise ein und auch bei der Polizei später nochmal ungefähr 12 oder insgesamt 12 Hinweise, aber nur 4 davon konnten als ernstzunehmende Zeugenberichte eingestuft werden. Aber auch die mussten noch besser befragt werden. Viel blieb am Ende nicht übrig. Ein paar Menschen, die eventuell Diana hier und dort gesehen haben wollen. Manche gehen von einem Aussteigerleben aus. Das war einer ihrer Träume. Diese leistungsorientierte Gesellschaft, in der wir leben, das war einfach nichts für sie. Doch das Aussteigerleben hätte sie auch gemeinsam mit Steffen und Damien haben können. Oder nur alleine mit Damien. Manche gehen von Selbstmord aus, auch wenn ihre Familie und ihre Freunde ihr das überhaupt nicht zutrauen. So liebevoll wie sie war und sie hang viel zu sehr an ihrem Kind. Doch sie war auch depressiv, unzufrieden, verzweifelt mit dem Leben, was sie führte, in dem sie sich gefangen fühlte. Auf manche Zeugen soll sie apathisch gewirkt haben, also
abwesend, als wäre sie mental gerade nicht in der besten Verfassung. Andere vermuten, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel, dass ihr bereits in Güstow etwas zugestoßen ist und sie es gar nicht weiter geschafft hat. Andere sagen, na gut, dann hätten wir aber auch ihre Überreste finden müssen. Soweit ich weiß, wurde aber weder das Waldstück noch dieser See durchsucht. Also jedenfalls habe ich dazu nichts gelesen, dass da irgendwas durchsucht wurde. Außer dieser komische Schuppen, der wurde durchsucht. Aber dieses Waldstück, was sich ja aber auch über Kilometer erstreckt, das wurde nicht durchsucht. Einerseits wäre es natürlich wünschenswert, wenn sie fröhlich, frei ihr Leben als Aussteigerin leben würde. Andererseits wäre das für ihren Sohn ebenso traumatisch wie alle anderen Möglichkeiten. Und ich finde es immer so grausam, wenn die Leute sich nicht melden. Aber andererseits, wenn sie sich jetzt melden würde, könnte sie dann noch ihr Leben so leben, wie sie es jetzt vielleicht tut? Also gehen wir mal davon aus, sie hat ihren Weg gefunden, sie ist Aussteigerin, sie ist damit glücklich, sie kann irgendwie ihr Ich umsetzen und verwirklichen. Und wenn sie jetzt zur Polizei geht und sagt, Leute, mir geht es gut, alles ist fein, aber ich möchte bitte nicht mehr. Könnte sie dann noch ihr Leben leben, das, was sie sich vielleicht ausgesucht hat? Würde man dann aufhören, nach ihr zu suchen? Würden ihre Eltern aufhören können, nach ihr zu suchen, sie zu sehen, sie zu besuchen? Schrecklich, auch für ihren Sohn. Einfach nur schrecklich. Die Eltern haben auf Anraten der Polizei eine Facebook-Seite ins Leben gerufen, auf der sie für, aber auch an Diana schreiben. Dort versuchen sie auch, alle Neuigkeiten, was nicht viel ist, mit der Community zu teilen. Aber vor allem haben sie es auch umgesetzt, Dianas Buch, das, was sie mit 23 Jahren geschrieben hat, zu veröffentlichen. Damit sie sieht, dass ihr Werk es geschafft hat und dass sie stolz auf sich sein kann, dass sie es doch geschafft hat. Diana hatte oder hat Talent, nur leider nicht die Ausdauer und die Kraft darauf zu warten, dass jemand ihr Talent auch erkennt. Auf der Facebook-Seite, die Regina, also Dianas Mutter, ins Leben gerufen hat, teilt sie ihre Bilder, ihre Kunst, ihre Zeichnungen, aber auch Gedichte, die Diana irgendwann mal geschrieben hat. Oder sie veröffentlicht auch Teile von ihrem Tagebuch. Einfach auch nur, damit man Diana besser versteht, warum sie eventuell einfach nur gegangen ist. Manche auf dieser Seite unterstellen Regina, dass sie das nur macht, um einerseits das Buch zu verkaufen, um da an Geld zu kommen, aber auch, dass sie jetzt vorhätte, ihre Bilder zu verkaufen. Was ich nicht gesehen habe, dass sie eins dieser Bilder verkauft hätte. Doch wäre das nicht genau in Dianas Interesse, dass sich Leute finden, die ihre Kunst kaufen, um sich daran zu erfreuen? Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass Diana das selbst für sich umgesetzt hätte im Jahr 2011. Da gab es alle Plattformen schon. Mir persönlich als Mutter fällt es schwer zu glauben, dass sie ihren Sohn einfach zurückgelassen hat. Aber jede Mutter ist anders. Weder besser noch schlechter. Okay, es gibt ganz schlechte Mütter und es gibt richtig gute, aber so in der Mitte sind wir uns schon irgendwie alle ähnlich. Und ich glaube, wäre sie eine bessere Mutter, wenn sie, sagen wir mal, sie hat dieses Aussteigerleben und sie ist ja jetzt glücklich und alles ist fein für sie, für ihren Sohn ist es halt scheiße, aber für sie ist es fein. Und sagen wir mal, das ist jetzt so, das wäre so. Kein Gewaltverbrechen, nicht verunglückt, sondern sie lebt tatsächlich ihr Leben wunderbar. Wäre sie dann tatsächlich eine bessere Mutter, wenn sie mit ihrer Depression, ihrer Verzweiflung zu Hause bei ihrem Kind geblieben wäre und sich vielleicht dann doch tatsächlich irgendwann das Leben genommen hätte? Das wäre auch furchtbar. Wichtig ist, dass jede Mutter sich natürlich erstmal um sich selbst kümmert. Wenn es dir gut geht, kannst du dich auch gut um deine Kinder kümmern. Und wenn sich jemand eingesteht, dass er es nicht kann oder nicht möchte, sollte das nicht unser Problem sein. Für die Kinder ist es immer furchtbar. Und mein Verständnis dafür reicht leider auch nicht. Und ich habe hier schon wieder kleinen Judgy auf der Schulter sitzen und ich muss mich wirklich zusammenreißen, aber ich möchte das gar nicht verurteilen, weil ich nie in dieser Situation war. Und ich habe bei ein paar Frauen oder ich habe bei ein paar Müttern mitbekommen, dass sie gar nicht Mutter sein wollten, aber von der Gesellschaft da so reingedrängt worden sind. Wie furchtbar ist das auch? Schlimm. Besonders für die Kinder. Die können ja nichts dafür. Okay, kommt. Also, ich weiß ja nicht, was da passiert ist oder was da nicht passiert ist. Nur für den Fall der Fälle. Wir versuchen jetzt mal nicht zu urteilen.
Wir wissen es nicht. Damien wird auf jeden Fall von seinem Vater sehr geliebt und auch von seinen Großeltern. Dass er ohne seine Mama aufwachsen muss, ist furchtbar. Aus welchen Gründen auch immer sie nicht zurückkommen kann, keiner dieser Wege wäre leichter zu ertragen als ein anderer. Das ist furchtbar, das ist furchtbar, das ist furchtbar. Kann sie nicht zurückkommen, weil sie endlich glücklich ist ohne ihr Kind? Kann sie nicht zurückkommen, weil sie sich vielleicht umgebracht hat? Kann sie nicht zurückkommen, weil sie einen Unfall hatte? Oder kann sie nicht zurückkommen, weil ihr jemand etwas Furchtbares angetan hat? Nichts davon ist cool. Das Einzige, was cool wäre. Sie ist gestolpert, hat sich den Kopf angeschlagen, Amnesie, erinnert sich in einem Jahr und kommt wieder. Das wäre cool. Ich glaube, das wäre so die einzige Lösung, wo man sagen kann, oh shit, hätten wir das gewusst. Bei welchem Einsiedler bist du denn untergekommen, dass der niemals in die Presse geguckt hat? Ja, aber es gibt Leute ohne Fernsehen und ohne Zeitung und denen geht's gut, ja, naja. Das wäre so die einzige Möglichkeit, die ertragbar wäre. Ihre Mutter würde natürlich auch gerne die Gewissheit haben, was mit ihrer Tochter passiert ist. Natürlich hat sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber sie erwischt sich oft dabei, dass sie in der Vergangenheitsform über ihre Tochter spricht. Zu glauben, dass Diana nach diesen 10 Jahren mittlerweile immer noch lebt, das fällt halt schwer. Damien müsste mittlerweile in der 10. Schulklasse sein und er müsste im Juli, am 28. Juli, 17 Jahre alt werden. Falls ihr irgendwas zu Una oder Diana wissen solltet, in der Videobeschreibung findet ihr die Telefonnummern zu den zuständigen Stellen. Lasst sie uns nicht vergessen. Wenigstens schlägt Regina laut genug für Diana, aber wer schlägt für Una? Ihre Familie in Lettland wird wahrscheinlich in Deutschland nicht so viel erreichen. Heute möchte ich eigentlich nur sagen, passt auf euch auf. Man kann so schnell verschwinden, selbst hier in Deutschland. Und für jeden, der daran denkt, abzuhauen, tut es eurer Familie nicht an. Wenn ihr es nicht mehr ertragt und unbedingt weg müsst, dann gebt euren Familien wenigstens Antworten, in welcher Form auch immer, und meldet euch, wenn ihr merkt, dass sie euch suchen. Nur weil für dich dein Schmerz und dein Kummer ganz klar ist, heißt das nicht, dass dein Umfeld, deine Familie das auch so sieht. Manchmal benötigen Menschen einfach auch Erklärung. Und damit meine ich jetzt nichts, wo man wirklich vor jemanden flüchten muss. Das ist eine andere Geschichte. Na gut, das ist der Look. Ich wollte was Frühlingshaftes und ein bisschen unaufdringlicher wegen der Haarfarbe. Ist mir, glaube ich, gelungen. Finde ich ganz gut. Es passt so auch ganz gut zusammen. Es ist nicht so laut und so schreiend wie beim letzten Mal. Ich weiß nicht, warum euch das so gefallen hat, vielen von euch. Okay, ihr seid ganz schön krass drauf. Und weil es zurzeit so warm ist, habe ich einfach eine Feuchtigkeitscreme, einen Primer und ein bisschen Foundation gemischt und ist mir einfach nur als selbstgemachte BB-Cream aufs Gesicht geschmiert. Ja, na gut, ich hoffe, oh Gott, ich hoffe. Wisst ihr, was ich mir echt wünschen würde? Und da kommt wieder die kleine, naive Monique raus, die mit ihren 6 Jahren und frechen Zöpfchen hier rumläuft. Ich würde mir echt wünschen, dass der Fall von Una wieder aufgerollt wird. Dass da irgendwas passiert. Ich finde das so traurig. Stell dir mal vor, deine Mauer verschwindet und kein Hahn kräht danach. Ganz, ganz furchtbar. Was ist mit ihr passiert? Und ich wünsche mir natürlich auch für Regina und die Familien, Steffen und Damien, dass rauskommt, was mit Diana passiert ist. Egal was es ist, Hauptsache, sie kriegen endlich ihre Gewissheit. Ganz, ganz furchtbar. Keine Ahnung, wo die beiden Frauen sind. Tut mir leid, heute war ich tatsächlich, also bei solchen Fällen ist es immer schwierig, ein bisschen Esprit mit reinzubringen. Aber ich hoffe, ihr habt den Fall, die Fälle trotzdem ganz gut verknust. Na gut, ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag. Pass bitte gut auf dich auf. Lauf nicht einfach so durch den Wald alleine herum. Triff gute Entscheidungen. Lauf nicht alleine durch den Wald herum. Und bis zum nächsten Mal am Montag wünsche ich dir was.